وإياكم. Wie ist das Urteil darüber, dass zwei verheiratete Paare, also ein Mann mit seiner Ehefrau und ein anderer Mann mit seiner Ehefrau, im selben Auto sitzen, im selben Raum sich aufhalten oder sogar vielleicht an einem selben Tisch sitzen und zusammen essen? Wie ist das Urteil darüber, dass ein befreundetes Ehepaar, einer mit seiner Frau und sein Freund mit seiner Frau, dass sie eigentlich so ziemlich alles gemeinsam im Leben machen? Sie essen zusammen, sie sitzen zusammen im Raum und so weiter und so fort. Es wird die Fitna eines Tages jemanden erreichen. Warum? Weil das muss so sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte erstmal in einer Überlieferung bei Imam Muslim: "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa." Ich habe nach mir keine schlimmere Versuchung hinterlassen als die Frau. Nummer eins. Nummer zwei, ich gebe dir jetzt ein Szenario. Man sitzt zusammen, befreundetes Ehepaar, dann merkt die eine, der Mann von meiner Freundin, der ist richtig witzig, meiner ist eigentlich ein Langweiler. Der kennt keinen einzigen Witz. Was könnte jetzt bei ihr in den Gedanken kommen? Was könnte in den Gedanken kommen? War das vorher ihr Gedanke, Antwort? Nein. Oder er sieht zum Beispiel, dass die Frau von seinem Freund alles tut, was der Mann ihr sagt. Ihr Mann sagt ihr eins, sie sagt eins. Ihr Mann sagt ihr zwei, zwei. Dann guckt er seine Frau an und sagt, A'udhu billah. Du bist ja ganz anders. Das schafft Fitna. Ohne Zweifel. Und daher soll man das natürlich unterlassen, dass man gemeinsam sitzt. Und wir haben keine Überlieferungen, die auch richtig verstanden wurden, dass wir so etwas kannten von den Salaf, dass sie miteinander zusammengesessen haben. Nein, vielmehr sitzen die Männer zusammen und die Frauen zusammen. Achil Kalim, überleg mal, ein Mann ändert komplett sein Verhalten, wenn er weiß, eine Frau ist im Raum. Ich habe damals in einer Moschee Unterrichte gemacht, wo die Räume sehr klein waren. Und die Räume waren dann voll und irgendwann mussten wir auch dann umdisponieren, das heißt in einen anderen Raum gehen. Und dann hieß es, jetzt geht es nur noch, dass die Frauen hinter den Männern sitzen. Und ihr kennt mich, ich bin nicht dafür. Dann sagte ein Bruder zu mir, Subhanallah, wie machen wir das, wenn die Frauen hinter uns sitzen? Ich weiß dann gar nicht, wie ich sitzen soll, dass mein Rücken breit aussieht. Ich habe ihm gesagt, wie bitte? Überlegt mal, über was der nachgedacht hat. Der war schon ein Hormon mit zwei Füßen, bevor die drin waren. Was hätte er gemacht, wenn die drin wären? Und deswegen, liebe Geschwister, das ist Fitna. Und daher sollen wir das auf jeden Fall unterlassen. Und daher ein verheiratetes Ehepaar, man versteht Gesellschaft, aber kein Problem. Wo ist das Problem, dass der Mann mit Mann sitzt? Dass der Mann mit dem Mann sitzt? Und die Frau mit der Frau? Ist doch viel besser. Man kann sich viel besser austauschen. Aber wenn da das andere Geschlecht mitwirkt, dann sagen Leute, ach ihr denkt nur an das eine. Schaut mal, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt keine größere Fitna. Und Allah sagt im Koran, in Surat Ali Imran, Zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa. Das erste. Den Menschen wurde die Begierde zu den Frauen ausgeschmissen. Zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati und so weiter und so fort. Allah zählt acht Dinge auf. Das erste war was? Die Frau. Aber manche Leute wissen es besser, a'udhu billah, als Allah und sein Gesandter, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.